Wir stehen hier vor der Zürcher Weinausstellung, den Weinschiffen. Wenn Sie auf das Weinschiff gehen, sind die Klassen ganz einfach. Rot, Weiß, Rosé und vielleicht noch ein paar Exoten. Wie sieht es aber auch aus bei den Klassen der Anleger? Welche Typen gibt es dort? Welches sind die bekanntesten, die größten Anlegertypen? Ich habe da einen Vorteil, denn viele Menschen kommen zu mir und erzählen mir ihre Anlagestrategie. Und was ich dabei herausgefunden habe, ist Folgendes. Die weitaus größte Klasse der Anleger sind die Desinteressierten. Sie haben ein paar Bankkonten, vielleicht haben sie auch ein paar Anlagefonds gekauft, vielleicht sogar eine Lebensversicherung. Das Wichtige ist, sie kümmern sich überhaupt nicht darum. Ich war auch so ein Desinteressierter, bis ich einmal herausgefunden habe, was mich das kostet. Was man verliert, wenn man sich nicht um sein Geld kümmert, ist enorm. Und ich habe mich richtig über mich selber geärgert und beschlossen, ich nehme meine Anlagen selbst in die Hand. Die zweitwichtigste Gruppe von Anlegern sind die Immobilienhengste. Sie kennen sicher ein paar Freunde, die ganz viel in Immobilien investieren wollen. Die sagen, bei Immobilien hat man etwas, da steht wenigstens ein Haus. Was dabei vergessen wird, ist aber die Verschuldung. Heute sind die Preise bei Immobilien in der Schweiz so hoch, dass sie einen Großteil des Kaufpreises mit Fremdkapital bestreiten müssen. Wenn Sie zum Beispiel 80% des Kaufpreises mit Hypotheken abdecken, dann bedeutet es, wenn der Markt nur schon um 10% fällt, haben Sie die Hälfte Ihres Kapitals verloren. Nun, in den 90er Jahren hier in der Schweiz ist der Immobilienmarkt im Durchschnitt um 30% gefallen. Das vergisst man heute sehr gerne, denn es ist bereits 20 Jahre her. Immobilienhengste, die sich darauf fokussieren, ihre Altersvorsorge ausschließlich mit Immobilien zu bestreiten, gehen ein enormes Risiko ein, das sie sich vermutlich gar nicht bewusst sind. Und nun kommen wir zur dritten Kategorie der Anleger. Und das sind die Unternehmer. Die Unternehmer investieren alles Geld in das eigene Unternehmen. Mit der absolut plausiblen Argumentation, dass niemand so viel Geld aus ihrem Geld machen kann wie sie selber. Die Rendite im eigenen Unternehmen ist das Beste und das stimmt auch. Wer viel Geld verdienen möchte, muss sich fokussieren. Leider ist damit auch wieder ein großes Risiko verbunden, denn sie setzen alles auf eine Karte. Und gerade Unternehmer sind nicht dafür bekannt, risikoscheu zu sein. Die Risiken im eigenen Unternehmen sind nicht zu unterschätzen. Ich selbst bin auch Unternehmer, schon seit 18 Jahren. Ich habe aber beschlossen, nicht alles Geld in mein Unternehmen zu stecken, sondern auch noch in andere Unternehmen zu investieren, damit, wenn ich etwas falsch mache, immer noch Geld für meinen Ruhestand da ist. Wo kann man dann das Geld überhaupt anlegen? Und nun komme ich zu den zwei letzten Anlegertypen, die typischerweise auf mich zukommen. Der erste ist der Händler. Er versucht an der Aktienbörse eine Überrendite zu erzielen. Dafür investiert er Stunden, vermutlich jeden Tag. Und wenn die Finanzberichte herauskommen, verkriegt er sich in sein Ferienhaus in den Bergen und studiert die Finanzpläne der Firmen für 2-3 Wochen. Sie wollen das mit größter Wahrscheinlichkeit nicht tun. Und es ist auch keine gute Idee. Denn ein Unternehmer produziert wenigstens etwas. Er hat also eine Chance, auch etwas dafür zu kriegen. Ein Anleger, der nur mit Handel Geld verdienen möchte, nur mit Aktienhandel Geld verdienen möchte, produziert nichts. Jede Überrendite muss er von einem anderen Aktienhändler wegnehmen. Da sind die Chancen relativ schlecht. Viel interessanter für Sie ist die fünfte Kategorie.
Die fünfte Kategorie sind Menschen, die das Geld an der Börse langfristig anlegen und nicht versuchen, eine zusätzliche Rendite zu erzielen. Ich bin in diese fünfte Kategorie hineingerutscht. Normalerweise beginnt man diese Kategorie, indem man ETF, Indexfonds kauft. Die ETF-Indexfonds sind Möglichkeiten, breit an der Börse angelegt zu sein. Und sie sind mit sehr wenig Aufwand verbunden. Eine wirklich gute Idee für langfristige Investoren. Ich habe mich dann aber irgendwann von diesen Indexfonds abgewendet, weil ich realisiert habe, sie sind ja gar nicht das, was ich will. Wenn man den Schweizer Aktienmarktindex SMI nimmt, zum Beispiel, dann hat man doppelt so viele Banken, wie es in der Schweiz überhaupt gibt. Also der Anteil von Banken ist doppelt so groß als der Anteil der Banken an der Schweizer Volkswirtschaft. Und man hat sogar fünfmal mehr Geld in pharmazeutische Unternehmen investiert, als es wirklich pharmazeutische Unternehmen im Verhältnis zum Schweizer Bruttosozialprodukt gibt. In den USA ist es übrigens nicht viel besser. Der Standard & Poor's 500, der größte Index weltweit, ist dominiert von nur gerade drei Branchen, wieder Finanzen, Pharma und dort noch Technologie. Sie machen also ganz klare Gewichtungsentscheide, wenn Sie ETFs kaufen, die nicht unbedingt dem entsprechen, was Sie wirklich wollen. Aus diesem Grund habe ich mich dann entschieden, direkt in Aktien zu investieren, denn dann kann ich das Gleiche machen wie ein Indexfonds. Ich kann die Aktien kaufen und halten. Aber ich weiß dann, wo ich investiert bin, erstens einmal. Und zweitens, wenn ich über 20, 30 Jahre investiere, dann habe ich auch noch die Indexfondskosten gespart. Die sind zwar klein, aber sie sind doch auch relevant. Das sind die fünf Anlegertypen, die am meisten auf mich zugekommen sind, die ich am meisten gesehen habe. Nun wünsche ich Ihnen viel Glück zu entscheiden, in welchen Typ Sie sich einreihen möchten.